Hallo, mein Name ist Debbie, ich bin 30 und komme aus dem Kanton Aargau in der Schweiz. Für mich war es normal, 200 bis 220 Stunden zu arbeiten, wenn nicht sogar mehr im Monat, denn ich komme aus der Gastronomie. Ich habe neulich noch angefangen, meine Familie, meine Freunde in den Hintergrund zu stellen, weil ich immer an den Wochenenden gearbeitet habe. Leider habe ich keine Zeit zum Abmachen, ich muss arbeiten. Ich habe Weihnachten gearbeitet, ich habe allgemein an den Viertigen gearbeitet und es hat sich einfach so ergeben, dass man hier reinrutscht und es selber nicht merkt. Das Allerschlimmste, was ich machen konnte, ist mich selber in den Hintergrund stellen, auf mich und meinen Körper nicht mehr zu achten und einfach nur noch Gas geben, weil man muss ja auch die Fixkosten decken. Vor eineinhalb Jahren habe ich mir ernsthaft nach fünfeinhalb Jahren die Frage stellen, Debbie, ist das das, was du willst? Was machst du mit deinem Körper? Was machst du mit dir selber? Und musste feststellen, nein, so darf es und kann es nicht weitergehen mit mir. Ich habe Forever und die Produkte kennengelernt und auch lieben gelernt. Ich habe durch meine Begeisterung direkt angefangen, etwas aufzubauen, das ich mir dort so nicht vorstellen konnte und darf jetzt ein komplett bereits anderes Leben leben, nach eineinhalb Jahren. Es ist das Schönste und Beste, was mir passieren konnte. Ich bin unheimlich dankbar, habe ich die Chance angenommen und habe ich etwas daraus gemacht. Und ich möchte für die Zukunft auch diesen Menschen, die gerne wieder mehr Zeit für sich selber, mehr Zeit für Familie, Freunde und auch für Reisen, wenn ihnen das gefällt hat, mit auf den Weg geben, wenn die Chance doch für euch irgendwo durch annähernd das ist, dann bitte zögere nicht und mach's. Ich wünsche dir viel Erfolg.